Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Verein Proalstadt veranstaltet hier im Historischen Museum der Stadt Frankfurt seine Tagung Städte brauchen Schönheit und Seele. Dazu haben wir etliche Referenten hier zusammengeführt, die aus ganz Deutschland kommen und als Stargast sozusagen den berühmten Architekten und Architekturkritiker Leon Krier. Schönheit ist der Wert, den alle Menschen teilen, ohne Erklärung, ohne Nötigung, ohne irgendwelche philosophischen Komplikationen. Jeder weiß, was schön ist oder was hässlich ist. Ich glaube, dass das Altstadtprojekt in Frankfurt einfach ein Durchbruch ist. Und was interessant ist, sind nicht nur die Häuser, sondern der ganze Prozess, wie das entstanden ist, wie das zum Politikum wurde, wie das dann handwerklich wunderbar gebaut wurde. Und das entspricht ja auch zur gleichen Zeit, was in Dresden, in Potsdam, in Berlin passiert. Also wir freuen uns, dass wir als Dresdner heute eingeladen wurden nach Frankfurt und auch mal kennenlernen können, was in Frankfurt rekonstruiert worden ist. Und passend zu den Vorträgen auch diese Fragen und Antworten, wo es in anderen Städten noch Probleme gibt. Aber das, was hier bis jetzt erreicht worden ist, ist wunderschön anzuschauen. Und wir waren begeistert über das, was als Stückchen kleine Altstadt zurückgeholt wurde. Die Arbeit für einen Wiederaufbau von Gebäuden ist tatsächlich, wie Herr Hübner gesagt hat, es ist die Beharrlichkeit, die zählt. Es wird immer von Ehrgeiz gesprochen, doch was nutzt der Ehrgeiz, wenn das Durchhalten über Jahre nicht da ist, ja? Und Altstadtwiederaufbau dauert Jahre. Also das ist kein 100-Meter-Lauf, sondern das sind viele Marathons. Wir haben hier eine hochkarätige Tagung, in der sich die verständigen, die für schönere Städte sind, für Rekonstruktion sind, für besseres Bauen sind, für bessere Stadtplanung sind. Und die haben sich hier heute versammelt, um untereinander zu diskutieren, wo Gemeinsamkeiten sind, wo Unterschiede sind, wo Schwierigkeiten sind und wie man diese Schwierigkeiten überwindet. Meine Damen und Herren, liebe Frankfurter und Gäste der Stadt, ich bedanke mich herzlich beim Verein Pro Altstadt Frankfurt und die Möglichkeit, unseren Dresdner Neumarktverein Ihnen vorzustellen. Die Diskussionen über Stadtgestaltung sind wohl in Frankfurt, Potsdam, Berlin und Dresden und jeder anderen Stadt gleich und werden mit Heftigkeit geführt. Sollte man, darf man, kann man rekonstruieren? Nein, man muss es tun. Unsere Städte brauchen wieder ein neues, altes Gesicht. Vergangenes für die Zukunft bauen und verloren Geglaubtes wieder entstehen zu lassen. Das ist die Verantwortung der Bürger von heute. Deshalb ist es uns wichtig, sich in Bürgerinitiativen und Vereinen zu engagieren. Der Verein Pro Altstadt hat zu dieser Tagung etliche Initiativen aus Deutschland eingeladen. Wir schauen hier in diesem Raum auf die Infotische, dann sehen wir vor allen Dingen Stadtbild Deutschland, das ist eine Organisation, die bundesweit sich um Rekonstruktionen, um schönere Städte, um Ideen und Utopien kümmert. Dann ist hier vertreten Berlin, wo es erhebliche Anstrengungen gibt, jetzt für die Berliner Mitte neue Wege zu finden. Aktuell gab es jetzt eine Werkstatt im August 2018, wo der Senat im Grunde genommen alle Bürger der Berliner Mitte versucht, von den weiteren Planungsmaßnahmen zu informieren und hat also eingeladen zu einem kleinen netten Umtrunk. Da haben wir als Bürgerforum einfach mal gedacht, wir nehmen mal den Berliner Stadtgrundriss mit in großer Form, 5x5 Meter, und legen den hier auf den Fußboden und überlagern ihn in allen Dimensionen. Also man sieht hier das Schloss, das Rote Rathaus und der Molkenmarkt, zu dem wir nachher kommen. Und man sieht im Grunde alles, was verändert worden ist. Allein dieser Plan, der eigentlich für alle diejenigen, die in der Geschichte nicht ganz bewandert sind, in der Stadtplanungsgeschichte ganz bewandert sind, ein super Lexikon ist und eine erzählende Geschichte, war schon in diesem Rahmen eine riesige Provokation und eine Anwohnerin spielte sich dort auf und beschwerte sich, das sind ja keine Bürger von hier, sondern so nach dem Motto, das sind die bösen Westberliner, die jetzt mit dem Plan dann in Ostberlin Stadtumbau betreiben wollen.
Und es gab also einen riesigen Tumult und das Ergebnis war, dieser Plan musste dann aufgenommen werden und er durfte nicht weiter länger liegen bleiben. Man wollte es nicht wissen. Also wir haben mit einem einfachen Plan der Stadtgeschichte diese Resonanz erregt, die wir eigentlich gar nicht so unbedingt geplant hatten, aber die zeigt, wie brisant auch das ganze Thema ist. Frankfurt und Nürnberg, da gibt es viele Verbindungen. Nicht umsonst wurde jetzt in der Altstadt auch das Haus Klein Nürnberg rekonstruiert, also dann den Kaufmannshof der Nürnberger Händler. Und ich habe mal in einer Rede in Nürnberg gesagt, während das in Frankfurt geschieht, Klein Nürnberg wird erbaut, passiert im großen Nürnberg, außer bei den Altstadtfreunden, nichts. Im nächsten Jahr begehen wir unser 20-jähriges Jubiläum. 20 Jahre GAND. Eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Was wurde erreicht? Wir haben nach der Gründung 1999 erstmal kräftig Luft holen müssen. Es wurde uns nicht leicht gemacht. Doch das kennen Sie wohl bestens. Im Jahr 2002 entschlossen wir uns für ein Bürgerbegehren, Unterschriften zu sammeln. Ja, zum historischen Neumarkt. Es war unser erster großer Erfolg mit 64.000 Unterschriften. Dresdner Bürger, ja zum historischen Neumarkt. Jetzt konnten wir mit Recht als Bürgervertreter nach außen auftreten. Ebenfalls 2002 eröffneten wir auf der Galeriestraße am Neumarkt unseren Informationspavillon. Die Frauenkirche war im Bau. Das Umfeld leere, nur Wiese und Parkplätze. In unserem Informationspavillon präsentierten wir den Neumarkt, so wie er historisch war und mit Leitbauten und Leitfassaden wieder aufgebaut werden könnte. Tausende Besucher staunten über die Möglichkeit, diesen geschichtsträchtigen Stadtraum so neu zu gestalten und den Bürgern ein kleines Stück verlorene Altstadt zurückzugeben. Herr Dresden hatte gute Voraussetzungen durch seine historische Bebauung, die nach 1945 wieder aufgebaut wurde, wie die öffentlichen Bauten im Zwinger, Hofkirche, Semperober, Schloss. Und dort gehört einfach eine Gestaltung ringsrum. Und unsere Devise war, Frauenkirche als Perle braucht eine edle Fassung. Und die Fassung haben wir versucht, den Bürgern vorzustellen, nahezubringen und die Bürger mitzunehmen. Und wer die Entwürfe gesehen hat, wir haben einen guten, jungen Dresdner Architekten, den Andreas Hummel, der hat die Visualisierung gebracht. Und das natürlich der Öffentlichkeit zu zeigen, wie man den Platzraum neu gestalten und neu fassen kann, waren natürlich viele fasziniert. Wir haben viel Neues erfahren. Diejenigen, die aus anderen Städten kamen, haben gelernt, was in dieser oder jener Stadt die Probleme sind. Das ist ein unschätzbarer Wert. Ein Höhepunkt war sicherlich der Vortrag von Leon Krier, der ja auch eine internationale Berühmtheit hat. Ihn einfach mal zu erleben, mit welcher Gelassenheit, aber auch mit welcher Leidenschaft er seine Thesen vertritt, nämlich dass die Architekturmoderne in die völlig falsche Richtung geht und dass das sich leider immer wieder fortsetzt und dass Alternativen regelrecht unterdrückt werden, das ist schon die ganze Veranstaltung wert gewesen. Ich habe kurz in Stuttgart studiert und habe dieses Projekt abgeliefert, das war 1967. Und mein Professor gab mir die Note plus minus null. Das gibt es aber nicht, das führt zu gar nichts. Und ich habe ihn dann einmal gefordert und sagen Sie, erklären Sie, warum benutzen Sie die Sache nicht? Und sagt er, Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ich sagte, wenn ich wieder von vorne anfange, wird es noch mehr so. Aber Sie dürfen das nicht machen. Ich sage, warum nicht? Und er sagt, sowas haben wir im Dritten Reich gemacht. Dann habe ich gesagt, oh, Professor Debus, das ist ja sehr interessant. Das war vor einer Klasse von 100 Schülern. Das ist ja sehr interessant, erzählen Sie uns darüber. Und der stürmte weg und ich ging weg von der Schule. Das hat keinen Sinn. Was hier passiert ist, ist natürlich, dass intelligente Leute, die auch normalen menschlichen Verstand haben und Sinne, die müssen natürlich, die reagieren wie wir. Die finden das schön, was schön ist und finden das hässlich, was hässlich ist. Aber sie dürfen von einem gewissen Moment an, wenn sie mehr als 3 Jahre Architektur studiert haben, können sie nicht mehr, funktionieren sie nicht mehr so. Ich habe nach zwei...
Ich musste nach zwei Semestern aufgeben, weil das war absolut unmöglich. Es war Verdummung, regelrechte menschliche Verdummung, die da passiert. Ich habe zwei Semester studiert, ich war ein Semester dabei. Das lief total schief, weil man konnte nicht Architektur machen in Stuttgart damals 1967. Und das war so verdummend und so das, was man gedrängt wurde zu machen, war so blöd. Dann habe ich alle Zeitschriften durchschaut und wo gibt es interessante Leute in Stirling. Vor allem ein Mann, der hat einen Bau gemacht, der war ungeheuer interessant und ich habe den meine Arbeiten geschickt und der sagt, kannst du mit mir arbeiten? Und ich wollte immer dann irgendwann ein Diplom machen. Aber ich wurde dann gefragt, an der Architectural Association in London zu lehren, ehe ich ein Diplom machen konnte. Und dann wurde ich Professor und habe nie einen Abschluss gemacht. Es ist auch völlig unnütz, einen Abschluss zu machen, denn wenn Sie künstlerisch tätig sind in Architektur, brauchen Sie kein Diplom. Wie uns bekannt ist, ist in jeder Stadt, wo rekonstruiert werden soll, erstmal ein Widerstand da. Und der größte Widerstand kommt aus der Architektenschaft, die nichts weiter gelernt hat nach Bauhaus, als Häuser zu bauen, die gesichtslos sind. Und davon haben ja auch sehr, sehr viele in Dresden bekommen. Ich sage, ein Haus muss Herz und Seele haben. Und das haben die modernen Bauten nicht. Die Großteiligkeit, schlichte Fassaden, Würfelhäuser oder Raster. Wir haben am Postplatz ein Haus bekommen, 100 Meter lang. Da sieht das erste Fensterpaar so aus wie das letzte. Ich sage, frei nach der Devise der Architekten, nur Raster bringt Zaster. Und so sieht das Haus aus. Also wir wünschen auch jetzt mehr Stadtgestaltung, Blockrandbebauung, sodass die Stadt wieder ein Gesicht bekommt, vor allen Dingen Erlebnisbereiche. Große Riegel heißen ja umsonst so, die riegeln ab. Aber wenn ich kleinere Bereiche mache mit Innenhöfe, Durchwegung, Grünzonen, dann entspricht das auch mehr einer Stadt, so wie Dresden, wo man eben viele Schönheiten entdeckt. Aber wenn man aus dem inneren Zentrum rauskommt, wird es immer nüchterner und sachlicher. Und auch dort wohnen Menschen, die praktisch ein schönes Umfeld und eine Grünzone haben wollen. Und das muss in Zukunft von den Architekten nicht mehr bekämpft, sondern befördert werden. Ich glaube, das hängt wirklich von der politischen Situation ab, wie sich das jetzt entwickelt. Die neuen Rekonstruktionen in Deutschland sind derartig überzeugend. Wir sind erst am Anfang einer wirklichen Welle von Approbation, wie sagt man, dass die Leute wirklich das sehen, dass das eine Möglichkeit ist, heute auch so zu bauen. Und dass die Leute sich nicht mehr gefallen lassen, dass ein Wettbewerb nur von Modernisten besetzt ist. Sondern dass, wenn man eine gewisse Form von Bau will, muss die Jury so zusammengesetzt sein, dass man das auch haben kann. Und nicht danach so einen Block da hingestellt bekommt, den niemand will. Ich bin Dozentin für Architekturgeschichte hier an der Fachhochschule und möchte eigentlich ganz praktisch Sie fragen, ob Sie mir nicht eine Liste an die Hand geben können. Es ist einerseits schwierig, selbstbewusst gegen die Kollegenschaft, also ich bin nur Dozentin, noch nicht Professorin, wurde aber auch schief angeschaut, weil ich mich für die Rekonstruktion hier stark eingesetzt habe. Aber auch die Studenten trauen sich in der Tat nicht, dann auch mal zu ihrer Meinung zu stehen. Sie haben ja schon ein paar wunderbare Autoren genannt, man kann sich auf Sie berufen, auf Herrn Gruber, aber gerade weil man nach Amerika schaut, vielleicht ist es dann hilfreich, den Kollegen wie den Studenten zu sagen, schaut, steht zu eurer Meinung, vielleicht ganz praktisch mal eine Liste an die Hand geben, aber mit den Berufungen wird ja immer sehr viel gemenschelt, also ich glaube, dass wir nicht sehr viel Aussicht haben, dann auch eine selbstbewusste Professorenschaft berufen zu bekommen an den Ausbildungsinstitutionen, weil halt doch die Ideologie so vorherrscht. Und ich glaube, da ist Frankfurt auch ein sehr schönes Beispiel, denn wer war in der Gestaltungssatzung oder im Beirat? Professor Meckler, den ich ursprünglich schon auch geschätzt habe, aber der hier auch immer propagiert, das Alte wirkt nur mit dem Neuen. Aber wo wohnt er? In einem Altbau in Kronberg. Also persönlich sehr inkonsequent. Ich würde jeden Architekten verdonnern, um seine eigenen Machwerke zu ziehen. Und wo wohnen die meistens? Gründerzeit und Jugendstil. Und wenn man sie fragt, ja, das sind Häuser mit Stil und Atmosphäre. Ich sage, warum wohnt ihr nicht selber drin? Und das ist, da müssen sich die Architekten auseinandersetzen, nicht die Bürger. Die Situation an den Hochschulen, was Architektur anbelangt, ist katastrophal. Also man kann es nicht schlimmer ausdrücken. Es gibt nur eine Universität auf der Welt, die tatsächlich ein volles Programm hat, um traditionelle Architektur zu lehren, auch im Technischen, nicht nur im Historischen, sondern im Technischen. Wie macht man das? Und das ist die Notre Dame University in Indiana. Und die gibt auch diesen Preis für traditionelle Architektur. Dieser Preis wird von den Medien absolut ignoriert. Und was sie tun, sind, dass die tatsächlichen Künstler, die werden entweder nicht entdeckt oder werden überhaupt nicht mehr die Talente, die ja noch tagtäglich geboren werden, die werden nicht gebildet.
Ich habe jahrelang in Yale Studenten gehabt, immer für 3 Monate, und die waren in 3 Monaten, heute mit den Lernfähigkeiten, mit Computern und so weiter, konnten perfekte klassische Bauten machen. In 3 Monaten. Wenn sie Talent haben, intelligent sind und verstehen, ist das kein Problem. Um eine Sprache zu lernen, braucht man, ich weiß nicht, ein halbes Leben. Denn die Kinder können das ja sehr schnell, aber na, Erwachsene nicht. So, wenn man sieht, was heute auch im Musikunterricht wird ja noch richtig klassisch gebildet. Was es heute für Talente auf dem Klavier gibt, das ist unvorstellbar. Die spielen so gut wie Chopin und Liszt. Hunderte von solchen. Weil das Talent eben geboren ist, und wenn es richtig erzogen ist, dann geht das auch so. Wenn man diese verdummende und totale kunstlose Kunst, sogenannten Kunstwerke sieht, im Vergleich mit dem, was sonst wo passiert, was, dann ist tatsächlich die einzige Kunstbranche, die noch bestehen, sind im Waffenbau, Entschuldigung, also auf dem Kriegerischen, ja, dieses unwahrscheinliche Schiff oder Autos oder Flugzeuge sind ja meistens Zerstörungsinstrumente. Aber da gibt es noch dieses Gefühl der Ästhetik, der Formschönheit, die sich nicht automatisch aus einer Funktion ergeben, sondern die aus einem natürlichen Gefühl für Schönheit auch bei den Ingenieuren, Gott sei Dank, noch nicht verdrängt werden. Ja, die Besucher unserer Veranstaltung waren aufmerksam. Sie waren von vornherein bereit, diesen Vorträgen sehr genau zu folgen, etwas mitzunehmen von diesen Vorträgen. Und für mich war ein ganz wesentlicher Punkt eine Besucherin, die jetzt ziemlich am Ende der Diskussion gesagt hat, sie ist keine Architektin, sie ist keine Spezialistin für Städtebau oder sonst was, sie ist einfach eine junge Frau, die sich von der modernen Architektur, von der Architekturmoderne ausgegrenzt fühlt. Also ich fühle mich von der Architektur, von der heutigen Architektur als Mensch ausgegrenzt. Und das ist für mich irgendwo so das Wort des Tages gewesen. Es war noch nicht mal bei all den klugen Dingen, die die anderen Referenten überhaupt gesagt haben, war das, glaube ich, eine entscheidende Äußerung, die die Stimmungslage beim Publikum auch getroffen hat. Wir fühlen uns ausgegrenzt, und weil wir uns ausgegrenzt fühlen, suchen wir nach neuen Wegen, und deswegen sind wir hier, deswegen hören wir zu und deswegen wollen wir auch weiter in diese Richtung gehen. Ja, für mich ist diese Veranstaltung eigentlich ein Modell, was passieren wird in Zukunft, denn sonst wären wir ja eigentlich total verzweifelt unter ein paar Leuten. Und aber ich glaube, es wird eine massive Bewegung, und auch, ich finde vor allem die trübe Geschichte, die ist so, die bringt derartig heraus, diese dummen Argumente, die einfach kindisch sind. Und man behandelt die Erwachsenen, wie wenn sie nicht wüssten, was schön ist. Das ist absurd. Die wissen genau, was ihnen gefällt. Aber wenn ihnen dies gefällt, werden sie schuldig für etwas. Das ist absolut skandalös. Das ist diktatorisch und undemokratisch. Ich glaube, dass das ist wunderbar, dass das so öffentlich wird. Und das ist ganz neu. Früher hat man es uns total ignoriert. Aber jetzt, da es öffentlich wird und vor allem durch YouTube, wird das sehr verbreitet. Ich glaube, es ist verändernd. Das Projekt Frankfurter Altstadt, das hier realisiert wurde, ist eine große Ermutigung für alle, die hierher gekommen sind, die in ihren Städten, in ihren Gemeinden einen Kampf führen für Rekonstruktion, für eine schönere Stadtgestaltung, für eine andere Stadtgestaltung. Und wenn wir mit dieser Tagung erreichen, dass die Ermutigung Sie auf dem Heimweg begleitet und vor allen Dingen auch bei den nächsten Wochen und Tagen und Monaten und Jahren, dann hat diese Tagung sehr viel Sinn gehabt. Das war unser Ziel, und ich glaube, genau das Ziel haben wir erreicht oder werden wir erreichen, auch nach dem zweiten Tag.